Das dich überragende Skelett strafft den Rücken. Das Rütteln seiner Knochen hält ihn halt in der Höhle wieder. Ein goldenes Schwert ist auf seinen Rücken geschnallt und seine Hand liegt um einen riesigen Morgenstern mit einem massiven Schädel als Waffe. Watcher. Isaiah, der Berater, Wächter. Zinningsfeuer flackert in den Tiefen seiner geschwärzten Augenhöhle. Sie brennt mit tödlicher Intensität. Been more in the middling life worth since my flails got bathed in bloody gore. Es ist schon mehr als ein ganzes Leben her, dass mein Flegel zuletzt in Blut baden durfte. Endlich, es ist ein wahres Vergnügen, sich mit jemandem zu unterhalten, der die Sprache so gut beherrscht. Same to you, my noble sir. 'Tis rare and seendal for a kinsman to cross my brood these undead days. What a braw happening. But to still have a prestation to uphold, you can't I. Dieses Kommentar kann ich nur zurückgeben, edler Herr. In diesen heutigen untoten Tagen geschieht es nur sehr selten, dass mir ein Verwandter über den Weg läuft. Vor allem ein so schön herausgeputzter. Aber ich muss trotzdem meinen Ruf wahren. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Hey, that's great. Somebody else does Isselmeers funny country talk. Hey, das ist klasse. Jemand redet mit genauso einem komischen Akzent wie Isselmeer. Der Todeswächter sieht drohend und finster drein. Speak, then perish. Listen, you've a cause from Bereth to fear here. Sprich und dann krepiere. Selbst weit geringere als du müssen Berat hier fürchten. War das jetzt ein Kompliment? Der Todeswächter zieht den spitzen Schädel seines enormen Morgensterns zu dem Boden, der sich in den Stein zu seinen Füßen eingräbt. Dann hebt er sich die Kette des Morgensterns auf die knochigen Schultern. Ich will dich ja nicht stören, aber ich bin in einer Mission von höchster Bedeutung unterwegs. Ich könnte mich hier gar nicht aufhalten, wenn Berat nicht persönlich über mich wachen würde. Der Grund für mein Hiersein? Nun, die Bewohner der Stadt behaupten, es sei der Ort, um andere Leute kennenzulernen. Wage es ja nicht noch einmal, mich zu bedrohen, du verrottender Knotensaat. Warte, ich werde dir alles erzählen. Nehmen wir mal die zwei. Das Skelett steht so still wie der Tod. Um es herum wabert Magie, verbrennt die Luft. Mehrere Augenblicke lang starrt das Skelett einfach vor sich hin. Da klappern seine Zähne laut, es erhebt sich den Morgenstern vor den Schultern und schwingt ihn direkt vor deiner Kehle. So tell me what for the goddess would send you. Swiftly. Also sag mir, wer um der Götter willen hat dich geschickt. Und zwar schnell. A bat in your next and last breath. Nimm deinen nächsten und letzten Atemzug. Berats Priester beklagen, dass seine Grabrede in Vergessenheit geraten ist. Ehrlich gesagt habe ich mich nur umgesehen. Angreifen, bringen wir es hinter uns, nehmen wir die Eins. Aye, be it two life worths. No Berathian priest have come to the sepulchres. Ei, seit zwei Lebensaltern hat kein Priester Berats mehr die Grabkammern besucht. Er betrachtet dich aufmerksam, dabei flackern seine Augen lautlos. Dann klappert er mit den Zähnen und senkt den Morgenstern auf den Boden herab, wo er eine Furche schlägt. Ei, stay your death, then I will. Ei, dann werde ich noch ein wenig damit warten, sie umzubringen. Ich muss die letzte Steintafel deiner Grabrede zum Hohenpriester von Berat bringen. Ei, dann. I'll allow it. They priests need to be keeping the sacred rites of Berath alive. Na gut, denn ich werde es erlauben. Die Priester müssen die heiligen Riten Berat zum Leben erhalten. There it lies in my burial grave. Es liegt dort in meiner Grabkammer. Dann lebt wohl. Grabrede für die Toten. Es ist viel zu früh. Solcher Schmerz ist unvorstellbar wie Wolfszähne, die an meinen Rippen nagen. Verbrennendes Fieber, diese verzehrende Flamme. Mein Alter an Berat, die Untoten zu erschlagen, kann nicht gebrochen werden. Hab Rivan verfolgt bis tief ins Todesfeuer hinab. Hab das Schwert der Seen und im Kampf auf der Dämmerinsel hätte ich Rivan töten müssen. So wie ich sie hier getötet habe. Stattdessen wurde ich getroffen. Vergaß den Weg zum Tempel. Gräber oder nie gesehen, lag am Ende in einem Grab, Gefangener der bleichen Ritterin. Kann das Schwert nicht mehr halten, es wird genommen, wenn ich sterbe, geschwungen wie eine Wunde, schmerzender Schrei wieder Berat. Ich werde nicht sterben als Versager. Werde nicht sterben. Muss Rivan leiden sehen, muss Berats heilige Waffe schwingen. Für immer. Isir. Ja, was ist mit der Leiche da? How fares, brother? Wie sieht's aus, Bruder? Ain't fine, you jolly old bumpet. In Ordnung, du alter Schwachkopf. Ich sage euch lebewohl. Er nickt ernst. Okay.
Da hinten ist übrigens ein ziemlich großer Klumpen lebendiges Adra, wenn ich das jetzt so ansehe. Wahrscheinlich hätte ihn das am Leben. Wie ich immer noch nicht weiß, wie ich hier reinkomme. What can I do? What can I do? Indeed. I can't do it. At once. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass es irgendeine dieser Fackeln hier ist. Aber egal, welche Fackel ich mir hier angucke, keine will sich bewegen. Hey, sure. I shall be discreet. Yes? Hm. What can I do? Hmm? Yeah, right away. Yes? What say? Happy to oblige. Nee, ich muss dafür da reinkommen, aber wie? What? Ich meine... I'm here. Ne, ich habe absolut nix. Yes, certainly. Um da reinzukommen. Hier habe ich gezogen, um das aufzumachen, und das war's dann. Gut, ich werde mich jetzt erstmal nicht drüber beschweren. Vielleicht bin ich wirklich so dreist, da wir ja die Aufnahmesession bald beenden müssen. Also ich bis zum nächsten Mal. Spicken werde. Es ist so unheimlich. Das ist so ein Umbera-Tempel. Ich könnte die Kinder vielleicht ausnutzen. Aber ich glaube es nicht. So, Kaso. Along well, is it? It can be dangerous down there. So I read. Läuft alles gut? Hier unten kann es ziemlich gefährlich sein. Das habe ich wenigstens gelesen. Also da, er hat in Wirklichkeit gesagt, dort unten kann es wirklich gefährlich sein. I never went yet.
But I will, after I die. Bisher war ich dort noch niemals, aber ich werde dorthin gelangen nach meinem Tod. Wusstest du, dass Izzy hier zu einem Todeswächter geworden ist? Heard, but knew, no. Is it true? Isaiah is a death god. Ja, davon hatte ich gehört. Sicher gewusst habe ich es allerdings nicht. Ist es denn wahr, Isaiah ist ein Todeswächter? Oh. Under the right duress, it can be done. Also, wenn man nur den richtigen Zwang ausübt, kann man es schaffen. Du möchtest ein Todeswächter werden, deshalb bereitest du ein Ritual vor, bei dem du dich umbringst? Yes. The fate that awaits me. Then I will walk within the catacombs beneath the temple. Ja, dies ist das Schicksal, das mich erwartet, und dann werde ich in den Katakomben unter dem Tempel wandeln. Finally, I'll be one of Bereth's chosen, blessed for always. Dann werde ich endlich einer von Bereths Auserwählten sein, gesegnet für immer. Ich glaube nicht, dass du das tun solltest. Warum tust du das? Lebend und als Leiter dieser Gruppe hier bist du doch gewiss sehr viel wertvoller für Bereth. Es ist ein ehrgeiziger Plan, das muss ich zugeben. Lass uns etwas anderes besprechen. Nehmen wir mal die zwei. Wert und Nutzen sind nicht dasselbe. Mit einem schwachen Lächeln in deine Richtung überprüft der Priester, wie viel Sand noch in dem oberen Glas der Sandu ist. Dann entkorkt er sein Ziegenleder gehülltes Fläschchen und nimmt einen tiefen Zug daraus. He will speak again. After my acolyte has gouged my heart from my chest. The cutting and the chance will work. Wir werden noch einmal miteinander sprechen können, nachdem meine geistlichen Diener mir das Herz aus der Brust gemeißelt haben. Das Schneiden und die Gesänge werden ihre Wirkung entfalten. Mit zurückgelehntem Kopf schließt er die Augen, als ob er die Gesänge bereits hören könnte. You'll see. Du wirst schon sehen. Alright. I will address your inquiries best as I can. So ask. In Ordnung, ich werde deine Fragen so gut ich kann beantworten, also frage. Ich habe die Steintafeln beschafft, auf der Isias Grabrede verzeichnet ist. Give them here. Gib sie her. Die Arme des Priesters zimmern unter dem Gewicht der gehauenen Steintafeln. Er legt sie ab und seine Hände fahren über die Vertiefungen, die die Worte formen. Ja, die Gegenstände habe ich verloren. Truly, you are Bereth's champion. Yet you will not die soon. There is work ahead for you. Du bist wahrhaft Bereth. I set these aside for you. All keepsakes from another time. Du bist wahrhaft Bereths Champion, aber du wirst so schnell nicht sterben. Du hast noch viel Arbeit zu erledigen. Ich lege diese für dich beiseite. Es sind Erinnerungsstücke an eine andere Zeit. Einmal ein Laufumhang, der Diplomatie überleben macht und mein Vorwärtskommen verbessert. Und mir Reflexe gibt. Also ich bin 15% schneller. Und Hüftgürtel der Sterblichen. Der zwei Verfassungen macht und kritische Treffer in Treffer umwandeln kann. Bereth holds you close. Perhaps in helping you. Du stehst Bereth nahe. Vielleicht, wenn ich dir helfe. Er bricht ab und lässt den Gedanken unausgesprochen. Er wirft einen blickenden Blick auf seine Sandhut und entkorkt er das mit Silie. Da umwickelte Fläschchen und wirkt die Hälfte des silbrigen Inhalts herunter. Dann lebt wohl. Nee, das wollte ich nicht. Lebt wohl. Das wollte ich. So, wir haben... Wo ist sie denn? Die Grabrede für den Toten. Ich habe den letzten Teil der Grabrede gefunden. Ich habe einen Teil der Grabrede gefunden. Er bezieht sich auf die Warnwache. Ich habe einen Teil der Grabrede gefunden. Er bezieht sich auf das Tor. Und ich habe die Teile der Grabrede gelesen. Gut. Ich habe Kasu die Steinwaffen gebracht, für den, auf denen sich die Grabrede für Isir befindet. Okay, I'd be glad to. Ja. Jetzt habe ich die beiden Gegenstände noch. Diplomatie überleben. Wer hat noch keinen Umhang? Xoti könnte den vertragen. Ja. Und dann habe ich noch den Gürtel.
Den sollte Xodi tragen. Und Alof kriegt den hier. Das kann weg, so. Jetzt gehen wir wieder hier raus. Und dann speichere ich. Also so wie es aussieht, kann ich die hängenden Gräben jederzeit wieder betreten, auch wenn er mir die Aalspule abgenommen hat. My sister Sustangaloi is down there and the priests feed it fish. We snuck out. Please don't tell. Ja, ich will auf jeden Fall noch in die letzte Grabkammer reinkommen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, ich gebe zu, ich werde da ein bisschen spickeln, aber jetzt erstmal LP 027. Und dann sehen wir uns gleich wieder.